Verschlossen. Vielleicht gab es eine andere Möglichkeit. Nico? Ja? Sieh mal, das habe ich unter der Bühne gefunden. Schminke. Toll, George. Soll ich dich als Tiger oder lieber als süßes Bärchen schminken? Ein andermal vielleicht. Willst du die Schminke, Nico? Nein, danke. Ich habe selbst Make-up. Du kannst sie behalten. Der Safe da hinten wurde kürzlich benutzt. Er ist verschlossen. Wenn etwas so wichtig ist, dass Susaru es im Safe einschließt. Genau. Durch die Tür konnte ich Gemurmel hören. Da drin ging jemand auf und ab und führte Selbstgespräche. Ob ich nachsehen sollte? Na, vielleicht doch nicht. Der durchgedrehte Wächter hatte sich hinter der Tür verbarrikadiert. Es war der Sicherungskasten des Theaters. Er sah sehr alt und sehr gefährlich aus. Offenbar waren einige Sicherungen durchgebrannt. Nur eine war noch übrig. Eine sehr alte, vom Holzwurm zerfressene Leiter. Es wäre Selbstmord gewesen, das Ding zu benutzen. Ich vermutete, dass die Strebe den Safe im Zimmer darüber stützte. Die Strebe ließ sich nicht bewegen. Der Widerstand am Boden war zu groß. Ich hatte die Hoffnung, dass die geschmolzene Schminke als Schmiermittel funktionieren würde. Selbst mit dem Schmiermittel konnte ich sie nicht allein bewegen. Hey Nico, kannst du mir einen Augenblick helfen? Natürlich. Was soll ich tun? Hilf mir, diese Strebe herauszuziehen. Das ist ziemlich gefährlich, George. Vertrau mir, ja? Also gut. Mein Gott! So kann man auch einen Safe knacken. Du hast aber nicht gesagt, dass du auch meinen Schädel knacken willst. Nur eine kleine Fehleinschätzung. Du kennst mich doch, Nico. Tja, ohne Fehler wärst du nicht du selbst. Zwei Dinge waren darin. Ein Kartenschlüssel und ein erstaunliches Artefakt. Es war aus Stein gehauen und mit seltsamen Kristallen besetzt. Mein Gott, Nico! Sieh dir das an! Was ist das? Was auch immer es ist, Susaru hält es offenbar für wichtig. Im Safe war sonst nichts. Nico? Ja? Was das hier wohl sein soll? Ich habe keine Ahnung. Ein Geistertelefon vielleicht. Willst du mit Elvis sprechen? Sag ihm, ich ruf später an. Dieses Ding vibriert, fühlt sich toll an. Vielleicht ist es ein antikes Massagegerät? Es war eine Keycard für ein Sicherheitsschloss. Das seltsam geformte Artefakt war mit blauen Kristallen verziert.
Ich wollte nicht den ganzen Weg umsonst gemacht haben. Ich musste wissen, warum dieser Ort so wichtig war. So würde ich keinen Erfolg haben. Mein Gott, George, sieh mal hier. Muss ich wirklich? Seine Brust ist einfach weggebrannt worden. Ich habe schon einige Leichen gesehen, aber die hier schlägt sie alle. Er hat wohl zum Mittag Hühnchen gegessen. Was könnte das verursacht haben? Schon mal in einem englischen Restaurant gegessen? Im Ernst? Keine Ahnung. Ich bin Anwalt, kein Pathologe. Ich fasse nicht, dass ich das wirklich tue. Ich hätte schwören können, dass er mich beobachtete, als ich seine Taschen durchsuchte. Aber mir war jemand zuvorgekommen. Ich fand nur eine leere Kartenhülle. Hey Nico, ein Fahrstuhl. Wir haben die Wahl zwischen abwärts oder abwärts. Du hast mir gefehlt, weißt du das? Du mir auch. So, das wäre geklärt. Gehen wir. Sieh dir das an. Was ist das? Irgendein Symbol, in den Stein gemeißelt. Das wurde wahrscheinlich beim Graben dieses Tunnels gefunden. Es sieht aus wie ein gespaltener Blitz. Was das wohl bedeutet? Keine Ahnung. Der Stein sah schwer aus. Den würde ich bestimmt nicht aufheben. Er war wunderschön gearbeitet. In meiner Wohnung hätte er toll ausgesehen. Mein Gott, Bruno hatte recht. Oh, George, es ist wunderschön. Wer kann so etwas erschaffen haben? Noch wichtiger, wozu dient es? Eine Brücke führt in die Mitte. Sehen wir nach. George, sieh mal. Es ist eine Art Säule aus Energie. Drachenkraft? Sieh mal hinein. Sieht aus wie eine Art Stein. Wahnsinn. Seit Jahrtausenden in Position gehalten. Was zum Teufel? Hast du das gesehen, Nico? Ja, aber ich kann es nicht glauben. Verrückt. Es mag dich, George.
George, was ist passiert? Eben war es noch ganz fest. Ich weiß nicht. Es ist seltsam. Was hast du rausgenommen? Es sieht aus wie ein flacher Stein mit einer Art Omega-Zeichen drauf. Was macht ein Stein in einer rätselhaften Energiesäule? Und warum konnte ich ihn nicht nehmen? Keine Ahnung. Charisma? Pass auf, Freundchen. Nico? Ja? Auf der Oberfläche des Steins war das Omega-Symbol. Was zum Teufel war das? Was ist los? Die sind ganz wahnsinnig vor Angst. Es ist nur ein Mann. Warum rennen sie davon? George, schnell! Jemand kommt im Fahrstuhl herauf. Oh nein, es ist Cesaro. Und er hat seine Freundin dabei. Nico, wir kommen nicht rechtzeitig am Fahrstuhl vorbei. Such dir ein Versteck. Was macht er hier? Wie ist er an all den Posten vorbeigekommen? Die Männer sind schwach. Sie verstehen nicht, was auf dem Spiel steht. Warte einen Augenblick hier. Wir werden ja sehen, was nun passiert. Petra, da sind sie. Töte sie. Schnell, George, hierher. Das wird mir ein Vergnügen sein. Warten Sie, wir können drüber reden. Zu spät. Halt! Was zum Teufel war das? Was ist los? Die sind ganz wahnsinnig vor Angst. Es ist nur ein Mann. Warum rennen Sie davon? George, schnell! Jemand kommt im Fahrstuhl herauf. Oh nein, es ist Cesaro. Und er hat seine Freundin dabei. Nico, wir kommen nicht rechtzeitig am Fahrstuhl vorbei. Such dir ein Versteck. Was macht er hier? Wie ist er an all den Posten vorbeigekommen? Die Männer sind schwach. Sie verstehen nicht, was auf dem Spiel steht. Warte einen Augenblick hier. Wir werden ja sehen, was nun passiert. Petra, da sind sie. Töte sie. Schnell, George, hierher! Das wird mir ein Vergnügen sein. Warten Sie, wir können drüber reden. Zu spät. Halt! Was zum Teufel war das? Was ist los? Die sind ganz wahnsinnig vor Angst. Es ist nur ein Mann. Warum rennen Sie davon? George, schnell! Jemand kommt im Fahrstuhl herauf. Oh nein, es ist Cesaro. Und er hat seine Freundin dabei. Nico, wir kommen nicht rechtzeitig am Fahrstuhl vorbei. Such dir ein Versteck. Was macht er hier? Wie ist er an all den Posten vorbeigekommen? Die Männer sind schwach. Sie verstehen nicht, was auf dem Spiel steht. Warte einen Augenblick hier. Wir werden ja sehen, was nun passiert. Petra, da sind sie. Töte sie. Schnell, George, hierher! Thank you.
nicht schnell genug, du blonde Psychopathin. Verdammt! Ich halte die Türen auf, damit der Fahrstuhl nicht runterfährt. Such etwas, das wir in die Türen klemmen können. Das würde ich auf keinen Fall tun. Er hatte nichts bei sich. Jemand hatte ihn bereits durchsucht. Ich konnte Nico nicht ablösen. Ich musste einen sicheren Ausweg für uns beide finden. So nicht. Das hatte ich erwogen, entschied mich aber dagegen. Ich wusste, dass Harry nichts gegen diese Verwendung seines Flaschenöffners hätte. Okay, Nico, du kannst jetzt loslassen. Gute Idee. Bleib da, Nico. Oben auf der Treppe sind Männer postiert. Großartig. Und was machen wir nun? Sie angreifen und K.O. schlagen? Sei realistisch, George. Du hast recht. Vielleicht kommen wir heimlich an ihnen vorbei. George, wo willst du hin? Wir müssen hier raus. Vertrau mir, Nico. Hier lang ist es sicherer und ein Freund von mir wartet draußen. Wohin war Bruno nur verschwunden? Monsieur Stobart? Ja, richtig. Verzeihen Sie, Monsieur, aber ich muss Ihnen den Schlüssel abnehmen. Schnell, Mademoiselle, wir müssen ihn in Sicherheit bringen. Sie haben ihn aufbekommen. Haben Sie etwa? Sie haben alles mitgenommen. Höchst bedauerlich. Jetzt müssen wir ihn zurückholen. Wie soll ich Sie finden? Keine Sorge. Ich weiß, wohin Sie jetzt gehen. Was ist mit dem Theater? Unwichtig. Unsere Arbeit hier ist beendet. Dieser Stobart, er hat Kräfte. Ich weiß. Es ist beunruhigend. Dennoch kein Problem. Töte sie für mich, Petra. Alle beide. Mit Vergnügen. Er kommt zu sich. Woran siehst du das? Bitte, André, keine Witze. Es war ein großer Schock. Den habe ich auch gehabt, als Sie ihn hergebracht haben. Langsam, George. Mir ist, als hätte mich jemand an die Steckdose angeschlossen. Sie sind ein wahres Glückskind, George.
Es gibt gute und schlechte Neuigkeiten. Das ist meistens so. Sag mir zuerst die guten. Während du angegriffen wurdest, konntest du etwas stehlen. Und die schlechte Nachricht? Dein Angreifer hat das Kristallartefakt gestohlen und ist entkommen. Das ist aber nicht die einzige schlechte Nachricht, oder? Ach, sei nicht albern, George. Andrea und ich sind nur gute Freunde. Sehr gute Freunde. Du änderst dich wohl nie. Du genauso wenig. André, hör auf damit. Als du hingefallen bist, hast du dies hier umklammert. Seltsam. Habt ihr die Zeichen entziffert? Sie sind uns ein Rätsel. Wir sollten zusammentragen, was wir wissen. Du hast recht, Nico. Bruno, wollen Sie die anderen aufklären? Nein, ich glaube nicht. Ich meine, sagen Sie ihnen alles, was Sie wissen. Ach so, natürlich, ja. Wo soll ich anfangen? Erzählen Sie ihnen vom Drachenkult. Ach ja, Susaru hat den Drachenkult nach dem Tod des Großmeisters von Sanignan gegründet. Er hat die versprengten Neo-Templer gesammelt und in seine eigene Organisation eingefügt. Klingt so, als sollte er ihnen dankbar sein und nicht versuchen, sie umzubringen. Er führt die Arbeit fort, die der Großmeister begann, und benutzt die sogenannte Drachenenergie für seine eigenen Zwecke. Bald erreicht diese Kraft ihren Höhepunkt. Sie fließt in Zyklen. Jeder dauert 12.000 Jahre. Der jetzige Zyklus erreicht nun seinen Höhepunkt. Susaru weiß, wo sich der Drachentempel befindet. Dieser beherbergt ein außergewöhnliches Gerät, mit dem sich der Energieschub dramatisch steigern lässt. Die Amilar-Sphäre. Was hast du entdeckt, André? Anscheinend bedient sich Susaru der Geheimnisse aus dem Voynich-Manuskript. Aber Vernon hatte es erst zum Teil entziffert, als er umgebracht wurde. Er fand jedenfalls heraus, dass der Schlüssel Salomos für Susarus Plan unverzichtbar ist. Was ist der Schlüssel Salomos? Das ist ein uraltes Buch, das die Weisheiten Salomos enthalten soll. Ah, das ist falsch. Es ist ein uraltes, mit Kristallen besetztes Gerät aus Stein. Oha. Dann war das Ding aus dem Safe der Schlüssel Salomos. Offenbar hat einer von Susarus Männern ihn zurückgeholt. Oder eine ganz andere Fraktion. Aber wer? Wer weiß. Diese Leute tauchen ungern in den Geschichtsbüchern auf. Wozu dient der Schlüssel Salomos? Wissen Sie noch, was ich Ihnen über den Drachentempel erzählt habe? Die wichtigste Kraftquelle. Dort steht eine Maschine. Man nennt sie Amilar-Sphäre. Sobald sie in Gang kommt, benutzt man den Schlüssel, um einen gewaltigen Schub Drachenkraft zu erzeugen. Wenn Susaru die Amilar-Sphäre zum Laufen gebracht hat, warum hat er den Schlüssel in einem Tresor in Paris versteckt, statt ihn zu benutzen? Weil man den Schlüssel zu einem ganz bestimmten Zeitpunkt verwenden muss. Und diese Zeittür ist nur sehr klein. Sie meinen Zeitfenster. Fenster? Nicht Tür? Ich weiß, es ergibt wenig Sinn. Nun gut, dieses Fenster ist nur wenige Tage offen. Susaru wartet darauf, dass ich das Fenster öffne. Was denkst du, Nico? Ich denke über das Diagramm nach. Stellt es einen Schnittpunkt der Kraftlinien dar? Möglich. Aber ich habe noch nie einen Schnittpunkt gesehen, der so aussah. Vielleicht hat Susaru so den Tempel ausfindig gemacht. Aber ja, Sie haben recht. Dieser Stein, den wir im Theater gefunden haben. Ja? Ich habe dieses Symbol schon mal gesehen. Mein lieber George, es ist das griechische Omega-Zeichen. Natürlich hast du es schon mal gesehen. Nein, ich meine in exakt diesem Stil. Natürlich, im Kongo. Richtig, in den Höhlen. Der Schlitz in der Wand. Genau. Wir haben zwar viele Indizien, aber noch helfen sie uns nicht weiter. Als einzige heiße Spur haben wir das Artefakt und die Höhle im Dschungel. Ich glaube, ich weiß, worauf du hinaus willst. Richtig, der Kongo. Ich hätte den Jeep ja zurückgegeben, aber ich habe keinen gefunden, der ihn mir abgenommen hätte. Also habe ich ein eigenes Taxiunternehmen angefangen, damit mir nicht langweilig wird. Ein Glück, dass wir sie gefunden haben. Ja, ein Riesenglück. Und ob! Einheimische würden freiwillig nicht hier rauffahren. Ich bleib hier und halt die Augen offen. Aber schalt das Taxameter ab, okay? Ha! Sehr witzig! Nico? Ja, George? Das ist sie, Scholmondelis Werkstatt. Die Omega-Tür ist gleich da drin. Gut, gehen wir. Susaru hat diese Tür wahrscheinlich als letzter verschlossen. Geht's?
Nein. Ich krieg den Stab nicht in die Lücke zwischen den Türen. Diese Türen sehen ziemlich massiv aus. Das Schloss auch. Nico, zieh mal bitte an der Tür. Zieh, Nico, zieh! Gute Idee, George. Nicht sehr subtil, aber es hat funktioniert. Hey, Lady, subtil kostet extra. Hast du das gespürt? Ich glaube, das war ein leichtes Erdbeben. Strenger Geruch. Geh lieber nicht zu nah ran. Du kannst sowieso nichts mehr für ihn tun. Dieser Stein hat dieselbe Form wie der Schlitz. Er ist ja extra dafür gemacht worden. Hey Nico, ich glaube, das ist eine Art Schlüssel. Irgendetwas passiert. Seltsam, was? Ein Stein aus Paris öffnet eine Geheimtür im Kongo. Weißt du was? Dieses Gebäude wurde errichtet, um etwas zu schützen. Dann müssen wir uns vor Fallen in Acht nehmen. Sieh mal, Nico. Das hat mir noch gefehlt. Schon wieder ein Toter. Aber wie ist er hier reingekommen? Wir haben den einzigen Schlüssel. Wahrscheinlich durchs Dach. Das wird ihm eine Lehre sein, einfach so hereinzuschneien. George, warte! Danke, Nico. Das war knapp. Ich sehe mich um. Vielleicht finde ich einen anderen Weg hinüber. Gut, aber pass jetzt besser auf. Das war ziemlich stark. Puh, das war knapp.
Da dreht sich mir der Magen um. Da ist ein Stück Stoff mit einer Art Wappen drauf. Hey, da ist etwas drin. Das war nicht ganz richtig. Das war nicht ganz richtig. Sonst hatte er nichts bei sich. Los, Nico! Jetzt müsstest du ohne Gefahr rüberkommen! Hoffentlich hast du recht! Los, beeil dich! Ich kann's nicht mehr lange halten! George,